Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin's Nell. Heute möchte ich gemeinsam mit dir etwas auspacken, was ich mir bei Louis Vuitton geschenkt habe. Warum war ich wieder bei Louis Vuitton einkaufen? Warum überhaupt wieder einkaufen? Ich will doch weniger shoppen, weil so ein nicht fanatischer Minimalist werden. Weil mir ein paar Sachen kaputt gegangen sind und die musste ich ersetzen, weil ich es dringend benötige. Was habe ich bekommen? In dem orangenen Umschlag ist die Rechnung drin, die ich behalte. Ich behalte alle Rechnungen für den Fall, dass ich die Sachen doch irgendwann mal verkaufen möchte oder irgendwie reklamieren möchte. Denn sogar im Luxussektor kommt das in letzter Zeit gehäuft vor, dass die Sachen auch neuwertig gekauft irgendwelche Fehler haben und man sie dann umtauschen sollte und muss. Das habe ich auch gelernt, leider. Zweiter Standard immer dabei, in die Schleife eingebunden ist dieses orangene Kärtchen, in dem ein kleiner weißer Briefumschlag drin ist, total süß. Und in diesem ist wiederum ein weißes Kärtchen drin, das ich zum Beispiel sehr gerne benutze, wenn ich Sachen an meine Freunde oder Kollegen verschenke, um da kleine Notizen drauf zu schreiben. Ich finde das immer ganz süß und ich muss da nichts Neues kaufen, sondern benutze, was ich habe. Und ich mag das, wenn Sachen mehrfach benutzt werden können und nicht sofort im Müll landen. Auch die blauen Schleifen bewahre ich auf in einer Schublade, wobei ich sagen muss, dass ich sie sehr selten bis gar nicht verwende. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und das ist das edle Stück eingepackt in diese Dust Bag von Louis Vuitton, mein neues Brillenetui aus Leder und Canvas. Zu diesem Brillenetui erzähle ich natürlich noch etwas, aber zuerst noch ein kleiner Tipp. Bitte wirft diese Pappkartons von Louis Vuitton nicht weg, die eignen sich toll, um Sachen aufzubewahren, die in Schubladen, Regalen. Ich bewahre zum Beispiel meine Weihnachts- und Osterdekoration darin auf und ganz viele andere Dinge. Und das sorgt für Ordnung und Spaß in den Schubladen. Und auch die Dust Bags verwende ich sehr gerne auf Reisen, in Handtaschen oder um meine Accessoires gut versorgt aufzubewahren. Nun zu dem Brillenetui mit dem Namen Woody Brillenetui von Louis Vuitton, benannt nach dem Filmregisseur Woody Allen. Den Namen finde ich ein bisschen problematisch, aber hier geht es nicht um den Namen, sondern um den Gegenstand. Und der hat mir optisch so gut gefallen, dass ich ihn gekauft habe. Zudem ist er praktisch, aber dazu kommen wir später. Warum habe ich es gekauft? Ich hatte etliche Brillenetuis. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr habe ich schon 3 kaputt gemacht. Es gibt deutliche Verschleißentscheidungen, auch jetzt an den letzten. Und ich hatte genug und habe mir überlegt, okay, Canvas ist ein bisschen gnädiger. Wir versuchen es mit Louis Vuitton. Vielleicht wird das besser. Und ob es das wird, werde ich dir dann in wenigen Monaten oder Jahren erzählen können. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Kante hohen Beanspruchungsfaktor hat und auch die obere. Auch an den runden Seiten, die immer auf- und abgeklappt werden, mache ich mir Sorgen, dass die Kantenversiegelung abgeht, aber das könnte ich reparieren. Woraus besteht dieses Etui genau? 50% machen monogrammbeschichtetes Canvas aus und 50% rotes Kalbsleder. Innen drin besteht das aus 100% Polyester Mikrofaser. Das ist dieses Auskleidungsmaterial, die Brille und die Gläser geschont werden. Es ist ebenfalls in Rot gefärbt. Die Maße 16,5 cm Länge, 7,5 cm Höhe und 3 cm Breite. Oh mein Gott, liegt das gut in der Hand. Es ist wirklich ergonomisch geformt und haptisch. Echt ein Vergnügen, das anzufassen. Ich kann gar nicht damit aufhören. Hardware, wir haben einen magnetischen Druckknopf in metallischem Gelb-Gold-Finish, wobei auf der oberen Seite Louis Vuitton draufsteht. Unten überhalb des Druckknopfes kann man lesen, Louis Vuitton Made in France. Ich habe natürlich alle Brillen, die ich besitze, in dieses Brillenetui reingetan. Die haben gepasst. Ich fand es irgendwie witzig, dass die Sonnenbrille von Louis Vuitton jetzt in dem Brillenetui von Louis Vuitton drin ist. Und deswegen habe ich das jetzt gefilmt. Aber wirklich alle Brillen, die ich habe, haben in dieses Etui reingepasst, ohne Probleme. Aber weil das Brillenetui, wie ich finde, also mir gefällt es wirklich gut. Wie gefällt es dir eigentlich? Es gibt ein ähnliches auch in Grau und ich glaube, es gab dieses schon in Schwarz und in Braun und in allen möglichen extravaganten Farbzusammenstellungen, immer so saisonartig. Damit du aber glaubst, dass da wirklich alle Brillen reinpassen, habe ich tatsächlich einige reingemacht. Diese bulkige Burberry-Brille, die ist das jetzt die Cartier? Ja, es ist meine Fernbrille von Cartier, damit ich auch alles sehen kann. Ich bin schon manchmal ein bisschen blind, aber ich finde es ganz niedlich. Manchmal ist es auch ein Segen, nicht alles sehen zu müssen. Auch meine Lesebrille passt hinein. Also wirklich alle, meine Lese, meine Schaubrille, meine Sonnenbrillen, alle Brillen, die ich besitze, passen tatsächlich in dieses Brillenetui und ich bin total dankbar dafür. Außer der Brille passt natürlich ein Brillenputztuch hinein, was ich sehr, sehr gut finde, denn ich liebe diese Mikrofaserputztücher und die habe ich tatsächlich in allen Brillenetuis immer dabei und auch in dieses passt es locker rein. Auch größere Putztücher hätten reingepasst. Ich wollte dir nur zeigen, man bekommt ja immer mit Brillen, kauft diese Brillenetuis mit dazu, was ich gut finde. Ich benutze sie auch tatsächlich, aber sie halten nicht so lange. Die gehen schon ziemlich schnell kaputt, wenn sie in die Taschen geschmissen werden. Die von Cartier sind robuster. Ich zeige dir aber später noch zum Beispiel die von Burberry, die ich habe. Nee, von Bulgari habe ich eine. Die ist auch ganz schnell kaputt gegangen. Die von Burberry ist aus Leder, die hält länger. Genauso wie die von Chanel. Aber die von Bulgari zum
zum Beispiel ist aus diesem Stoff, sieht schon so ein bisschen abgegrapscht aus. Natürlich kann man auch welche kaufen, aber auch da habe ich oft Sachen gekauft, die nicht so gut gehalten haben, wie gesagt. Deswegen habe ich mir jetzt die von Louis Vuitton gekauft. Was du dabei kennst, ist, dass die oft viel größer oder viel dicker sind jetzt als das Brillenetui von Louis Vuitton. Und ich bitte dich, ich zeige dir das auch später noch einmal, Chanel-Brillenetuis. Mein Gott, die sind mega, die könnten als Selbstverteidigungswaffen durchgehen. Wie soll ich sowas in seine winzig kleine Handtasche reintun? Hallo, ich bin nicht Houdini. Also verwende ich meine Brillenetuis, die mit dem Kauf der Brille dazugekommen sind, in großen Taschen, wo sie reinpassen. Aber wenn ich Platzprobleme habe oder für den Alltag, möchte ich schon ein Brillenetui haben, das ein bisschen mit Verstand designt wurde und das tatsächlich auch in die kleinen Taschen hineinpasst und wenig Raum nimmt, damit ich andere Sachen noch in die Tasche reinstecken kann, außer nur eine Brillenetui, you know. Wie ist es eigentlich bei dir? Benutzt du die beim Kauf mitgelieferten Brillenetuis oder sagst du, na, die sind mir zu bulky, ich kaufe mir lieber irgendwie gleich praktische beim Optiker oder wo auch immer? Oder kaufst du dir erst die neuen Brillenetuis, wenn die alten kaputt gegangen sind? Vielleicht halten sie bei dir auch ewig. Ich habe keine Ahnung. Wie ist es? Was machst du? Es ist quasi das erste Mal, dass ich ein teures Brillenetui gekauft habe und ich bin sehr gespannt darauf, wie es funktioniert und im Laufe der Zeit zu nutzen. Ich berichte dir darüber. Das ist die Sammlung von den Brillenetuis, die ich noch habe, von den zahlreichen Käufen für die Sonnenbrillen, die ich getätigt habe. Und diese Stoffbeutel für Sonnenbrillen finde ich auch toll, weil auch die kann man super benutzen, um sie in eine Handtasche reinzupacken. Die nehmen wirklich minimal Platz, aber schonen die Sonnenbrille so ein bisschen zumindest. Nicht hundertprozentig. Ne? Stoff ist nicht unbedingt unbeugsam. Und gerade hast du gesehen, in seiner Box von Louis Vuitton bewahre ich meine Brillenetuis auf. Meine Brillen bewahre ich aber in diesen Plastikbehältern auf, weil sie schön transparent sind, ich genau sehen kann, wo was ist. Die sind immer mit einem Brillentutzbuch versehen, in diesen Seidentüchern und die Brillenketten sind dabei. Ich liebe Brillenketten, gerade im Sommer weiß ich sie zu schätzen. Und so habe ich alles gleich griffbereit und kann es gut erkennen. Ich liebe diese Behälter. Falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest, nur zu, ich bin da. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Beides sind kostenlos. Nun danke für deinen Besuch und deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.